Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Seid ihr genauso gehypt wie wir auf die anstehende EM bei uns im Land? Wir sind es auf jeden Fall und aus gegebenem Anlass haben wir uns überlegt, dass wir bis zum Turnierstart am Freitag mehrere Teams vorstellen wollen und starten mit unserer Nationalmannschaft. Wir wollen mit euch darüber sprechen, wie hat Julian Nagelsmann nominiert, wie könnte es auf dem Platz aussehen, was ist die genaue Idee und wollen euch dann noch einen kleinen Ausblick, ein Fazit geben, wie könnte es für unsere Jungs beim Turnier laufen. Viel Spaß! Wenn man sich den Kader der Nationalmannschaft anschaut, dann gibt es dort ehrlicherweise gar nicht so große Überraschungen. Das 26-Mann-Aufgebot von Julian Nagelsmann steht mittlerweile fest. Alexander Nübel wurde im Endeffekt rausgestrichen. Das war besonders auffällig, weil Julian Nagelsmann eigentlich bei dem 27-Mann-Kader, den er vorläufig nominiert hat, gesagt hat, dass er unbedingt mit 4 Torhütern auch in die EM gehen möchte. Das hat er mit Belastungssteuerung begründet, was ich auch sehr, sehr schlüssig fand. Im Endeffekt ist es aber so, dass der Kader der Nationalmannschaft noch den ein oder anderen Verletzten Spieler hat. Beispielsweise Leroy Sané schleppt sich die komplette Rückrunde mit Schambeinproblemen durch. Für Jamal Musiala galt ein wenig das gleiche, für Florian Wirtz auch. Entweder ein Ticken überspielt oder eben kleinere Wehwehchen. Weshalb Julian Nagelsmann gesagt hat, ein Torwart kann ich immer noch nachnominieren. Falls der ausfällt, beim Feldspieler ist das eben nicht so und deshalb möchte er da auf Nummer sicher gehen und streicht Alexander Nübel aus dem Aufgebot raus. Zur Kadernominierung muss noch gesagt sein, dass Julian Nagelsmann sich vom deutschen Weltmeister-Trainer der Basketballherren Gordon Herbert hat inspirieren lassen, der im Interview mal erzählt hat, dass er sich sehr, sehr früh auf Rollen für seine Spieler festlegt. Nagelsmann hat das Gleiche gemacht. Es gilt also nicht einfach nur das Leistungsprinzip, sondern das muss man da ein bisschen genauer definieren. Julian Nagelsmann hat geschaut, was ist das System, was ich spielen lassen möchte, welche Rollen brauche ich dafür, Starter, Herausforderer, Spezialisten und wer bringt in diesen Rollen aktuell die besten Leistungen. Die wichtigste Rolle spielt da wohl Toni Kroos. Das ist die größte Überraschung, dass sich der 34-jährige Mittelfeldspieler nochmal dazu entschieden hat, im DFB-Dress aufzulaufen. Es wird sein letztes Turnier sein. Er hat erzählt, dass Julian Nagelsmann der Erste war, der den Kontakt hergestellt hat, der ihn überzeugt hat, wieder für die Nationalmannschaft zu spielen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das auch ein Riesengewinn für unsere Nationalmannschaft. Und er wird mit Sicherheit als verlängerter Arm von Julian Nagelsmann agieren. Julian Nagelsmann hat relativ viele wichtige Entscheidungen von seinem Vorgänger Hansi Flick übernommen. Beispielsweise Manuel Neuer als Nummer 1, da hat er sich sehr, sehr früh drauf festgelegt, ohne dass Neuer überhaupt ein einziges Mal unter Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft gespielt hat. Das nächste Thema, worüber man mit Sicherheit ein bisschen strittiger diskutieren kann, ist, dass Julian Nagelsmann sehr früh gesagt hat, dass Ilkay Gündogan Kapitän bleibt. Auch das ist keine Entscheidung, die er neu getroffen hat, sondern einfach nur von Hansi Flick übernommen hat. Wenn man sich die Schlüsselspieler bei der Europameisterschaft anschaut, dann hat uns Virtual Football da ein paar Statistiken zur Verfügung gestellt, auf die wir jetzt gemeinsam einmal schauen wollen. Ein Schlüsselspieler, der wohl am wichtigsten ist, auch in seiner Rolle, in seiner Position, über den haben wir gerade schon kurz gesprochen. Toni Kroos ist Weltmeister, Champions League-Sieger, sechsfacher Champions League-Sieger, hat alles gewonnen, ist eine Ikone des deutschen Fußballs. Man kann darüber diskutieren, ob er der beste deutsche Fußballer aller Zeiten ist. Und er wird auch bei diesem Turnier eine ganz, ganz wichtige Rolle für unsere Mannschaft einnehmen. Als zweiten Spieler hat Virtual Football sich für Florian Wirtz entschieden. Ausnahmetalent, auf den ich mich vor allen Dingen in der Kombination mit Jamal Musiala extrem freue und der unserem Spiel im letzten Drittel einen sehr, sehr großen Mehrwert geben soll. Der letzte Spieler, und das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas verwunderlich, ist Antonio Rüdiger. Das liegt vielleicht gar nicht daran, dass er der überragende, der beste Innenverteidiger der Welt ist, sondern weil er einfach ein Typ ist auf dem Platz. Spielt eine sehr, sehr gute Saison bei Real Madrid und ist einer der Spieler in der Nationalmannschaft, die vorangehen, der auf dem Platz ein Leader ist. Und wenn man auf die Truppe schaut, dann haben wir davon nicht ganz so viele Spieler. Und Antonio Rüdiger ist jemand, der mitreißen kann, der seine Mitspieler anzünden kann, auch in Phasen, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft. Für die Nationalmannschaft, man kann natürlich sagen, dass Antonio Rüdiger nicht der spielstärkste Innenverteidiger ist. Das kann man aber aufgrund der spielstarken Spieler, die wir im Kader haben, ganz gut überdecken. Es bleibt einfach seine Rolle als Leader und die wird sehr, sehr wichtig im Verlauf des Turniers, wenn man da mal auf Widerstände treffen sollte. In der Grundformation ist es erstmal gar nichts Besonderes. Julian Nagelsmann hat sich auf ein 4-2-3-1 festgelegt und hat das auch ehrlicherweise über die letzten Spiele gar nicht großartig verändert. Was er aber verändert hat, ist der Rhythmus im Aufbau. Bei den Länderspielen gegen Türkei und Österreich war es so, dass er mit 3 Innenverteidigern in der Viererkette gestartet ist. Da ist jetzt Joshua Kimmich rechts gesetzt, Maxi Mittelstädt links und Antonio Rüdiger und Jonathan Tah in der Innenverteidigung. Bei den letzten Länderspielen war es so, dass sie immer wieder versucht haben, in einem 3-2-Aufbau
Da, wo Kimmich ist, hat er meistens Tah gespielt und hier eben zwei Innenverteidiger. Über einen Halbverteidiger immer direkt in den Sechserraum zu öffnen. Da hat Julian Nagelsmann jetzt etwas angepasst. Er ist ein Verfechter der minimalen Breite. Das bedeutet im Endeffekt, dass du zwei Spieler hast, die nicht permanent an der Linie kleben, um das Spielfeld irgendwo zu öffnen, sondern es geht primär darum, dass du sehr, sehr viele Spieler im Zentrum hast, die miteinander spielen. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, dass Antonio Rüdiger und auch Jonathan Tah in ihren Rollen nicht die spielstärksten sind. Deswegen hast du jetzt Toni Kroos mit dabei, der im Spielaufbau, egal in welcher Phase, immer links oder rechts abkippt und da den spieleröffnenden Sechser, Innenverteidiger, Halbverteidiger gibt. Robert Andrich ist der Sechser, der dann erstmal alleine vor der Kette eröffnen möchte. Er soll aber gar nicht der erste Anspieler sein, weil zu Robert Andrich muss man sagen, in Leverkusen gab es immer wieder Probleme, wenn er der Sechser war, der mit dem Rücken zum gegnerischen Tor in den Zwischenräumen öffnen sollte. Das heißt, wenn Toni Kroos Robert Andrich anspielt und er den Gegner im Rücken hat und sich erst aufdrehen muss, ist das nicht seine Paradedisziplin. Die Dynamik entsteht dadurch, wenn Wirtz hier kurz kommt und Andrich hier neben steht, dass du immer wieder über den Spieler, der sich hier kurz löst, eröffnen kannst und dann eben Robert Andrich mit Dynamik in die Aktion bekommst. Dass er nicht mehr so häufig mit dem Rücken zum gegnerischen Tor auflösen muss. Das sind dann eher die Spieler, die hier kurz kommen und du kommst eben immer wieder permanent in ein Wechselspiel. Der große Vorteil ist, wenn du kurz kommst, dann muss sich der Gegner immer entscheiden, mit wem er mitgeht. Dann hast du hier eine ständige Positionsrotation in den jeweiligen Zonen, in den jeweiligen Räumen und das sorgt einfach für ein Durcheinander in der Defensive des Gegners, dass du hier irgendwann in große Räume reinkommst und Kai Havertz derjenige ist, der immer wieder zum Tiefenlauf ansetzt, um im Best Case nochmal einen Innenverteidiger mitzubinden, mit in die Tiefe zu ziehen, dass Musiala, Gündogan, Wirtz und wie sie alle heißen, wenn sie nach vorne wieder auffüllen, eben in diesen kurzen Zwischenräumen einfach die Möglichkeit haben, die aufzulösen. Das sind natürlich Musiala und Wirtz diejenigen Spieler, die da brutal gut drin sind, die kleinen Räume für sich zu nutzen, mit kurzen Abständen etwas zu kreieren und Havertz derjenige, der immer wieder für die Tiefe sorgt. Das wird auf jeden Fall das große Thema sein für Deutschland, wie sie das hinbekommen, wie vor allen Dingen Wirtz, Musiala, Gündogan hier immer wieder in diese Rolle reinrutschen und eben dann nach vorne wieder auffüllen. Das Problem war beim Testspiel gegen Griechenland, dass die Abstände dann irgendwann immer größer geworden sind. Dass Wirtz hier kurz gekommen ist, hier keine Positionsrotation mehr so richtig stattgefunden hat und du hast dann hier ein großes Loch, was erstmal bespielt werden muss. Das macht es für den Gegner immer relativ einfach, hier einfach Mann gegen Mann vorzuschieben, wodurch die Abstände dann sowieso per se noch etwas größer werden. Und da hat Deutschland im Testspiel gegen Griechenland Probleme mitgehabt. Das hat gegen die Ukraine deutlich besser funktioniert, obwohl da etwas der Tiefgang gefehlt hat. Das ist auch so ein Thema, wo man definitiv drüber sprechen muss. Dadurch, dass Ilkay Gündogan eben in dieser Rolle spielt als Zehner, es ist schwierig, weil das Team keinen richtigen 1 gegen 1 Spieler mehr im Kader hat. Das heißt, du hast immer nur Kimmich und Mittelstädt in der Breite, die dafür sorgen sollen, dass immer wieder Bälle in die Halbräume kommen. Du hast aber niemanden, vor allen Dingen gegen einen kompakten Block, wenn der Gegner in einer Fünferkette verteidigt, der prinzipiell diagonal auflösen kann. Das heißt, wenn der Ball hier außen ist, müsste Kimmich der Spieler sein, der hier im 1 gegen 1 eindribbelt oder mal einen 1 gegen 2 gegen einen Halbverteidiger auflöst. Das ist nicht seine Paradedisziplin und auf diesen Spot, auf dieses Profil muss Julian Nagelsmann verzichten, weil er sich eben auf Ilkay Gündogan festgelegt hat. Das hat zur Folge, dass wenn Wirtz hier auffüllt vorne wieder und du mit 5, 6 Mann die letzte Linie besetzt, er ganz, ganz häufig rauskippt. Das gleiche gilt für Jamal Musiala. Wenn das beide machen, dann hast du zu wenig Manpower hier im Zentrum, die prinzipiell hier diesen Raum bespielen können. Dann bist du darauf angewiesen, dass die Außenspieler deine 1 gegen 1 Situation auflösen und du bist hier prinzipiell erstmal in einer 4 gegen 2 Unterzahl. Und ich würde auch behaupten, dass sowohl Havertz als auch Gündogan nicht die Spieler sind, die dir das hier immer im 1 gegen 2 auflösen. Hier ist eher der Tiefenlauf gefragt und das war eigentlich auch das, wo viele sagen, deshalb muss Ilkay Gündogan spielen, weil er in seiner Manchester City-Rolle das brutal gut gemacht hat. Bei Pep Guardiola der Spieler gewesen, der hier permanent in die Tiefe gestartet ist aus der roten Zone und da eben im 16er für Gefahr gesorgt hat. Die Rolle ist ihm aber so ein bisschen abhanden gekommen. Ilkay Gündogan spielt mittlerweile nicht mehr bei Barcelona, wird auch nicht jünger. Du merkst ihm an, dass er irgendwann so ab der 60., 70. Minute Probleme mit der Intensität hat und er spielt eben bei Barcelona auch eine ganz, ganz andere Rolle. Seine Idealrolle wäre eigentlich die, die Toni Kroos gerade innehat. Ich finde persönlich, dass er auf der Amerika-Reise, auf der ersten Reise von Julian Nagelsmann als Cheftrainer der Nationalmannschaft, hat er diese Rolle sehr, sehr gut ausgefüllt. Eben als Spieler, der hier immer kurz kommt und dann mit sehr, sehr viel Dynamik geöffnet, teilweise Halbverteidiger war. Das lag ihm deutlich besser. Ich finde, diese Halbraumrolle oder diese höhere Zehnerrolle ist nicht seine Idealposition. Aber das sind eben die Abstriche, die man machen muss, wenn du ihn unbedingt in der Startelf haben möchtest, weil das ist auch ein Problem von Ilkay Gündogan, wofür er ehrlich
ehrlicherweise gar nichts kann. Niemand möchte, dass sowohl Musiala als auch Wirtz aus der Startelf rausfliegen, weil sie eben die Unterschiedsspieler sind. Und deshalb hat Ilkay Gündogan eben da auch zumindest im Spiel mit dem Ball Probleme, weil du weder auf Wirtz noch Musiala verzichten möchtest. Was Ilkay Gündogan aber brutal gut kann, und das ist auch etwas, was sich aus dieser minimalen Breite ergibt, sind die sehr, sehr vielen Spieler im Zentrum. Und Gündogan ist bei Ballverlust immer der erste Anläufer. Wenn beispielsweise Havertz hier vorne den Ball verliert, ist Gündogan fast immer der Erste, der schaltet. Ob er dann den ersten Zweikampf gewinnt, sei mal dahingestellt, aber er koordiniert das Ganze. Er ist der wichtigste Spieler vorne, wenn es um das Pressing-Gegen-Pressing-Verhalten geht, und das wird auch immens wichtig werden für Deutschland. Dass sie dort sehr, sehr gute Abläufe haben, dass sie hier durch die minimale Breite immer wieder nachschieben können, die Räume klein halten, ins Gegenpressing kommen, dann mannorientiert vorschieben und hier eben eine vernünftige Absicherung haben. Häufig ist es dann sogar Robert Andrich, der vorschiebt, Toni Kroos, der auch noch mit vorschiebt in eine Linie höher, und Antonio Rüdiger und Jonathan Tah eben hier entweder in eine Doppelung oder sogar in ein 1 gegen 1 Duell gehen in der Restverteidigung, weil wir haben es gegen die Ukraine gesehen, dass häufig sogar ein Innenverteidiger komplett mit durchdeckt. Also dass die Räume so klein gehalten werden, dass sowohl ein Innenverteidiger als auch der Rest der Mannschaft vorne bis zum 16er durchschiebt und durchpresst. Das hat natürlich den Nachteil, das merkt man hier oder sieht man hier auf der Taktiktafel ganz gut, dass die äußeren Zonen sehr, sehr frei sind. Das wird in der Gruppenphase erstmal nicht so relevant werden, weil ich die Teams, gegen die Deutschland spielt, für nicht so stark im Umschaltverhalten halte, und ich glaube, dass es da nicht so schwer werden wird. Natürlich ist der Turniermodus nochmal ein wenig ein anderer, weil da ist es nicht so wie in der Liga, dass du es dir mal erlauben kannst, 0-0 zu spielen. Du musst jedes Spiel gewinnen und kannst dir erst recht nicht erlauben, irgendwann in der 90. Minute, weil du eben so hoch presst, hier einen Konter zu bekommen. Und das ist auch ehrlicherweise das Problem, was Julian Nagelsmann eigentlich seit Amtsantritt mit der Nationalmannschaft hat, dass, wenn sie überspielt werden, die Restabsicherung sehr, sehr schwierig wird. Du hast zwei Innenverteidiger, die den 16er verteidigen müssen. Sie müssen sich orientieren in den Raum und an den Mann. Deswegen verlieren sie sehr, sehr häufig den Rückraum. Du hast sehr, sehr viele Spieler, die erstmal wieder hinter den Ball kommen müssen. Du hast vor allen Dingen Joshua Kimmich auch in einer sehr, sehr hohen Position gegen den Ball. Er ist sowieso nicht der Spieler, der diese großen Räume, diese langen Wege hier verteidigen sollte. Und deswegen ist Deutschland darauf angewiesen, dass beim Turnier das Pressing gegen Pressing brutal gut funktioniert. Da muss man schauen, wie das klappt. Ich denke, da wird es in der Gruppenphase, wie gesagt, weniger Probleme mitgeben. Es könnte dann schwierig werden gegen Gegner, die kompakt in ihren Zonen erstmal verteidigen, aus einer Fünfer- oder Viererkette heraus, und es dann immer wieder schaffen, auch aufgrund von individueller Qualität der deutschen Nationalmannschaft in der Restabsicherung gefährlich zu werden. Das musst du unbedingt umgehen, und du brauchst einfach ein sehr, sehr starkes Pressing gegen Pressing. Der nächste Nachteil ist natürlich, dass Deutschland kein 1 gegen 1 Spieler hat im Ballbesitz. Das heißt, du hast niemanden, der fernab von dem Problem im Gegenpressing diagonal eindribbelt. Im Best Case hast du da Leroy Sané, der ist nicht 100% fit. Man hat aber seinen Impact gegen Griechenland schon gemerkt, und dieses Element wird immens wichtig, vor allem gegen den kompakten Block, dass du einen Spieler hier hast im 1 gegen 1 außen, wenn wir Kimmich hier ein bisschen mehr im Zentrum haben, der dann hier den letzten Pass spielen kann, und hier einen Spieler hast, der immer wieder diagonal eindribbelt, hier ein 1 gegen 1 auflöst und daraus kurzzeitig ein 1 gegen 2 machst, damit du hier immer wieder die Tiefe belaufen kannst. Und das wird wichtig werden. Ich denke, dass Julian Nagelsmann auch im Verlauf des Turniers darauf zurückgreifen wird. Die Frage ist, wann und wie gut das auch ohne 1 gegen 1 Spieler in der Breite funktioniert. Meine persönliche Meinung ist, du brauchst es einfach, egal wie viele gute Spieler du im Zentrum hast, du wirst nicht darum herumkommen, dass du einen Spieler von Anfang an mit drin hast, der hier einfach auflösen kann, der permanent kreiert, damit es hier situativ immer mal wieder größere Räume für Wirtz und Musiala gibt. Und ich möchte einfach nicht, dass die Spieler permanent immer rauskippen müssen, auch wenn Wirtz das bei Leverkusen gerne macht, dass er sich hier kurz in die Breite löst, dann diagonal wieder eindribbelt. Aber Deutschland braucht die beiden einfach im Zentrum. Und sie haben gegen die Ukraine angedeutet, dass sie das sehr, sehr gut können, dass sie das hinbekommen und dass es dann gefährlich werden kann, wenn sie in diese Kombination reinkommen oder sogar in ein Dreieckspiel, wenn Havertz sich situativ noch mit einschaltet. Da hat Deutschland eben einfach genug Qualität, um das auszuspielen. Kommen wir zu einem kleinen Ausblick. Was können wir von unserer Nationalmannschaft erwarten? Wie weit kann die Mannschaft in diesem Turnier kommen? Wir haben gerade schon festgehalten, dass das System auf jeden Fall gut funktionieren kann, wenn Deutschland konstant auf einem Level performt. Das ist auch der Schlüssel zum Erfolg bei einem Turnier. Du darfst dir keine Ausschläge nach unten leisten, wenn du sehr, sehr weit kommen möchtest. Für Deutschland wäre es aber ehrlicherweise gefühlt schon ein Erfolg, wenn man endlich mal wieder die Gruppenphase bestehen würde. Und da glaube ich ehrlicherweise schon dran. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland in dieser Gruppe weiterkommt. Und je nach Verlauf
Verlauf könnte es auch sehr, sehr weit gehen. Ich glaube, für einen Turniersieg muss dann wirklich alles passen. Dann darf es gar keine Ausschläge nach unten geben. Julian Nagelsmann braucht ein sehr, sehr gutes Ingame-Coaching, muss die richtigen Schlüsse ziehen. Wie gut funktioniert das mit Gündogan in der Rolle? Muss man da nochmal nachjustieren? Aber ansonsten sehe ich den deutschen Kader qualitativ, nominell gar nicht schlechter als viele andere. Wir haben einen sehr, sehr guten Trainer. Wir haben wahrscheinlich den besten Trainer im Turnier. Würde einzig Luciano Spalletti noch mit auf eine Stufe, wenn vielleicht sogar noch einen Ticken drunter packen. Aber ansonsten ist das ein sehr, sehr gutes Grundgerüst. Es wird wichtig, dass Deutschland schnell in Führung geht, keinem Rückstand hinterherlaufen muss, dass man nicht in die Situation reinkommt, dass zu früh zu viel Druck drauf ist. Und dann bin ich schon davon überzeugt, dass Deutschland es ins Halbfinale schaffen könnte. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Was erwartet ihr von Deutschland bei dieser EM? Glaubt ihr an den Turniersieg? Wie würdet ihr mit der Ilkay Gündogan-Rolle umgehen? Wäre er bei euch in der Startelf oder würdet ihr auch lieber Leroy Sané da sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder am Mittwoch beim nächsten Video.